Managergehälter. Kassieren die Chefs zu viel? Im Gespräch der Volkswirtschaftler und Ökonom Michael C. Burda. Herr Burda, der Vorstandsvorsitzende der Porsche AG verdient in diesem Jahr 60 Millionen Euro. Gibt es eine Leistung, die so ein hohes Gehalt rechtfertigt? Aus der Sicht eines Ökonomen sicher. Und zwar, es geht darum, was dieser Mann mit der Firma gemacht hat in den letzten 3, 4 Jahren. Und es ist schon sehr beachtlich. Aus der Sicht der Mitarbeiter, die vielleicht ansonsten keinen Job gehabt hätten, ist es schon sehr, sehr beachtlich. Auf der anderen Seite muss man gleich fragen, wie sieht es aus, wenn das Unternehmen den Berg runterfährt, ob man auch dementsprechend auch in Minus bestraft wird, das heißt negativ bestraft wird. Und das ist leider in Deutschland und in anderen Ländern nicht immer der Fall. Aber was soll ein Arbeitnehmer am Band von Porsche empfinden, wenn die Arbeit seines Chefs 20.000-fach mehr wert ist als die eigene? Ja, man muss sich fragen, wo das herkommt. Und ich habe ein anderes Beispiel, ein sehr großes Unternehmen in Deutschland, Deutsche Post Worldnet. Es ist, hat 500.000 Mitarbeiter. Und ich habe mal geguckt, was der Vorstand verdient. Und was der durchschnittliche Mitarbeiter verdient, also in Gesamtleistungen für ihn als Vollzeitmitarbeiter, kommt man auf 47.000 Euro und der Vorstand insgesamt 10 Millionen im Jahr. Wenn man den Vorstand abschaffen würde und diese auszahlen würde auf die Mitarbeiterschaft, hätte man 20 Euro pro Kopf. Das ist nicht sehr befriedigend. Dafür, dass man keinen Kopf mehr für das Unternehmen hat, ist es schon eine sehr schwere Strafe. Man muss ja als Ökonom fragen, aber wie kommt es dazu, dass sowas entsteht? Sind die Unternehmen zu groß? Hat man zu wenig Wettbewerb? Andererseits gibt es Maßnahmen, die man einsetzen könnte für die Aktionäre, die Inhaber, die Eigner, die natürlich sich ärgern, wenn ein Unternehmen gegen die Wand gefahren wird und keine Konsequenzen gezogen werden. Das heißt, Sie sehen schon Handlungsbedarf bei den hohen Gehältern oder nicht? Als Ökonom kann man schon sagen, dass allen gedient wird, wenn man mehr Offenheit und Klarheit hat. Das heißt, wenn Aktionären, Mitarbeitern und auch der Öffentlichkeit erzählt wird, was in dem Unternehmen los ist. Ich meine, ich sehe überhaupt keinen Schaden daran, wenn man diese Gehälter veröffentlicht, und zwar mit radikalem Detail, weil die Menschen das verdienen. Andererseits muss man erklärt werden, weshalb es so ist. Und das kann man tatsächlich machen. Gerade in dem von Ihnen genannten Beispiel gab es eine deutliche Verbesserung der Leistung dieser Firma. Es gibt andere Fälle, wo man sagen könnte, warum blieben die Manager so lange am Ruder, wenn ihr Unternehmen so dermaßen kaputt gemacht wurden? Also ein gutes Beispiel ist Daimler-Chrysler. Ehemals Daimler-Chrysler, jetzt Daimler AG. Und da kann man natürlich auch fragen, weshalb wollte man Unternehmen in den USA und Japan übernehmen? Und wenn dieses Modell tatsächlich versagt hat, dass die Aktionäre und die Mitarbeiter nicht im gemeinsamen Auftreten gegen die Manager vorgegangen sind. Die Gehälter der Manager haben sich in Deutschland in den letzten 3 Jahren fast um die Hälfte sind die gestiegen. Die Gehälter der Arbeitnehmer sind fast gleich geblieben oder zum Teil sogar gesunken. Wie kommt es zu dieser Disparität? Ja, was in Deutschland im Moment stattfindet, hat in anderen Ländern der Welt schon seit 15, 20 Jahren stattgefunden. Also die Deutschen haben versucht, einen Deckel darauf zu halten. Und durch verschiedene. Aber der Deckel gilt nur für die eine Seite, nur für die Seite der Arbeitnehmer scheinbar. Nein, denn bei den Chefs wurde kein Deckel draufgesetzt. Nein, der Deckel ist, Sie denken an den falschen Deckel. Also bei mir geht es um die Entstehung der Ungleichheit in der Gesellschaft. Um diese Zunahme der Ungleichheit bei den Gehältern und Verdiensten hat schon seit in den 80er Jahren begonnen und in anderen Ländern ist es fast mehr oder weniger zum Stillstand gekommen. In Deutschland geht es leider erst recht los und man sieht es auch in anderen Auseinandersetzungen, zum Beispiel bei den Lokführern. Also die Lokführer haben lange ein gedeckeltes Gehalt bekommen, die Gewerkschaften haben nicht Rechenschaft gezogen oder Rechnung dafür getragen, dass auch die Leute, die Qualifikation haben, in ihren eigenen Rängen auch mehr verdienen sollten und haben wirklich zu einem Zustand geführt, wo die Lokführer viel weniger verdienen als in Frankreich und der Schweiz. Und das ist eine ähnliche Situation. Also insgesamt muss man vielleicht mit anderen Mitteln die Ungleichheit bei den Personen bekämpfen, aber nicht bei den Marktprozessen. Die sind
Man kann natürlich die Marktwirtschaft ganz abschaffen, aber da führt es natürlich zu anderen Nachteilen, worüber ich nicht zu reden brauche. Aber die Ungleichheit zwischen arm und in Anführungszeichen reich, die nimmt schon zu, auch in Deutschland. Das sehen Sie schon. Ja, das ist unbestrittbar. Aber es gibt natürlich Mittel, mit denen man dagegen vorgehen kann. Man kann über Transfersystemen versuchen, den Armen unter die Arme zu greifen, wenn sie arbeiten zum Beispiel. Man kann auch versuchen, die Steuern auf höhere Gehälter zu kappen, zu erhöhen, also quasi dadurch mehr skandinavische Verhältnisse herbeizuführen. Natürlich gibt es in beiden Modellen Risiken. Man schafft Arbeitsplätze ab, wenn man Mindestlöhne einführt. Das kann man so pauschal sagen? Ja, natürlich. Man gibt sehr viel Evidenz dafür. Und auch mit Gehälter-Obergrenzen kann man auch natürlich davon ausgehen, dass einige Gehälter ihre Arbeitsplätze im Ausland suchen werden. Das ist, wenn man in den Markt eingreift, wird man diese Folgen haben. Nun hat aber Bundeskanzlerin Merkel appelliert, da auch bei den Managern Gehältern gewisse Obergrenzen, ohne dass sie die beziffert hat, einzuhalten. Was halten Sie davon, wenn von staatlicher Seite solche Äußerungen kommen? Ist das Meinungsmache oder was steckt dahinter? Wirtschaftlich gesehen ist es gefährlich, wenn man anfängt, irgendwie Obergrenzen zu setzen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Und wie gesagt, bei den Managergehältern kann man darüber diskutieren. Also ökonomisch gesehen wäre es vernünftig, wenn man Manager, die versagen, richtig bestrafen, auch im Vertrag, dass es keinen Kündigungsschutz für Manager gibt, dass sie tatsächlich von heute auf morgen entlassen werden können, dass sie tatsächlich Aktien zurückgeben müssen. All diese Dinge können... Aktienoptionen zum Beispiel da nicht ausüben können, sowas? Oder nicht korrigiert werden von Wert her. Das gibt es auch natürlich als Problem, dass die Manager immer nachher die Optionen umdefinieren, wenn es den Aktienpreisen schlechter geht. Man muss auch die Leistung eines Managers im Zusammenhang zum restlichen Markt definieren. Das heißt, wenn es uns allen gut geht, kann man nicht absolute Zahlen so bewerten. Daher diese Zahlen von Porsche sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil es der gesamten deutschen Volkswirtschaft besser geht. Allen Firmen haben mehr Gewinn und können mehr auszahlen. Insofern ist es, eigentlich sollte man das immer beurteilen, relativ zu einem Sektor. Aber das sind alle Dinge, die Aktionäre, die Anteilseigner selber beschließen müssen. Also wem auch immer, dem man diese Rechte gibt, kann es nicht sein, dass der Staat das vorschreibt. Das ist ein Fehler. Trotzdem ist es ja erstaunlich, dass die Diskussion gerade jetzt so hoch kocht, kann man sagen. Und sie kocht auch nicht nur in Deutschland hoch. In den USA gibt es diese Diskussion schon länger. Seit langem. In Frankreich ist die Diskussion ähnlich. Also da ist doch eine gewisse Emotion. Wenn man sich mal anguckt, ein Fußballspieler wie Michael Ballack, der kriegt 13,5 Millionen Euro im Jahr ungefähr bei Chelsea. Josef Ackermann, Chef der Deutschen Bank, kriegt auch ungefähr 13,5 Millionen Euro. Josef Ackermann ist quasi der Bad Guy in der Öffentlichkeit. Michael Ballack sagt man, tolle Leistung. Wie kommt das zustande? Also wurden da auch Fehler gemacht, imagemäßig? Ich glaube, die Deutschen könnten eine Dosis mehr Marktwirtschaft in die Köpfe kriegen. Allerdings, Ballack hat natürlich ein Risiko, das vielleicht Ackermann nicht in dem vollen Umfang hat, nämlich wenn er was vermasselt, kann er tatsächlich rausfliegen. Und das passiert den Fußballern ständig. Wenn man Manager ist, ist man sowieso Insider. Man schreibt sich dieselben Regeln, die man zu befolgen hat. Und es kann natürlich durchaus sein, dass man bestimmte Informationsflüsse steuert, um die eigenen Vorteile zu erhöhen. Und Michael Ballack kann das nicht. Er spielt Fußball. Wenn er gut spielt, dann bleibt er bei Chelsea. Und wenn er nicht, dann fliegt er eindeutig raus. Und das ist richtige Marktwirtschaft. Danke Ihnen, Herr Boder. Danke für das Gespräch. Dankeschön.